So, Freunde, da bin ich wieder mit meinem Let's Play, beziehungsweise Let's Replay von Tenchu 2. Und genau, eine Sache habe ich zu sagen, und zwar, ich habe ein neues Headset mir gekauft, bei Black Friday war das, beziehungsweise Red Friday bei Mediamarkt. Und zwar ist das das Logitech G321 Prodigy. Genau. Jawohl, weil ich wollte mir auch mal was anschaffen und ich glaube, beim Black Friday kann man das noch machen. Damit ihr mich jetzt auch besser hören könnt vom Sound her. Und mit dem Game Sound, das sollte eigentlich auch so passen. Und genau, es gibt noch eine Sa Sache zu sagen, und zwar, ich habe dieses Level schon mal gespielt. Ja, ich habe gestern eine Aufnahme gemacht. Heute ist Dienstag. Eigentlich mache ich ja montags immer eine Aufnahme, aber der Ton war nicht gut gemischt und da ließe sich auch nichts mehr machen und ja, deswegen kommt jetzt erst heute von mir der Part. Es tut mir leid. Aber naja, gut, so ist es manchmal. Kommen wir jetzt mal wieder zum Spiel. Also hier bei Tenchu 2. Da waren wir ja letztes Mal mit der Ayame unterwegs und sind immer noch auf Tatsumarus Spur. Und wir sind jetzt zu diesem Kirschbaumhügel gelangt. Und beim Ende dieses Levels wird es eine Konfrontation geben. Mehr dazu aber später. Genau, also wir sind eigentlich nur auf Tatsumarus Spur. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mal an hier. So, alles klar dann. Ich weiß nämlich schon, wo der eine Gegner ist, da vorne. Da ist nämlich eine Frau. Seht ihr das da? Da, Blasrohr. Und zack. Da hast du wieder geschaut, ne? Hast du wieder geschaut und dann hast du wieder einen Giftpfeil in die Fresse bekommen. Leute, ihr sollt nicht Ayame anschauen, Mensch. Das tut euch nicht gut. Ja, wie ihr seht, die Karte ist voll freigeschaltet. Das ist, ja, ne? Dem Umstand geschuldet, dass ich das Level schon mal gespielt habe. Es tut mir leid. Aber. Komm, nochmal Blasrohr hier. Zack. So, stirb. Und. Wo bist du? Hey! Ach, da unten. Ah, okay. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Boah, drei Items, das ist geil. Da ist die nächste. Seht ihr die? Blasrohr. Zack. So schnell geht das. So. Haben wir noch ein. Zwei Blasrohre gekriegt von der. Oh, die war großzügig. Das ist gut, ja. So. Oh, diese Sounds hier, ey. Die hören sich jetzt ganz anders an mit nochmal einem hochwertigeren Headset. Auf jeden Fall. Oh, fuck! Scheiße, Mann! Oh, wie blöd war das denn? Ich bin voll ins Wasser gesprungen. Aber zum Glück hat die mich nicht entdeckt. Oh, okay. Die geht daher, okay. Ah, jetzt muss ich erstmal hier. Ich kann von hier unten das Blasrohr schießen, das ist gut. So, komm. Yes. Da ist der Down. Genau. Geh hoch. Und Spiel. Ja, wie gesagt, neues Headset. So. Ich freue mich. Und genau. Machen wir mal weiter hier. So. Da. Da oben ist hier so ein Wolverine-Typ. Zack, Headshot. Ja, ich benutze sehr gerne das Blasrohr. Ich glaube, ihr merkt das schon. Aber es sind halt einfach so schöne Free-Kills, ne? So kann man halt auch Großmeister schaffen, ne? Mein Gott! Da vorne. Ich habe Schuriken, ne? Ich habe Schuriken. Nein, guck mal dahin, bitte. Dankeschön. So einfach kann es gehen. Ist die jetzt in Alarmbereitschaft? Egal. Oh, das hat aber nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich den obligatorischen Kill von. Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein. Da in die Richtung ist doch jemand. Oder nicht? Hä? Keine Ahnung. Hier ist der Schuriken. Ah! Ach, da, okay. Ja, ich sehe es. Es ist okay. Das Vieh mache ich mit dem Schuriken platt. So, genau.
Nein, das ist nichts. Das ist nichts hier. Wo bist du denn? Du Gegner. Ah, da oben. Wieder Wolverine. Genau, komm. Und? Nee, auch nicht den Kill von unten. Ja, schade. Egal. So, was ich auch festgestellt habe noch, hier ist ein Abgrund. Da ist ein ziemlich sinnloser Abgrund, wo ich schon ein paar Mal runtergefallen bin während den Aufnahmen. Das war doch mal richtig scheiße. Nix. Hier ist nix. Geh weg. Guck mal dahin, bitte. Dankeschön. Danke, dass du auf mich hörst. Oh. Habt ihr das gehört? Zack. So. Sehr schön. Die Items noch abgreifen. Da oben ist schon der nächste. Was? Wer sieht mich denn hier noch? Hä? Ah! Schaut mal, hier sind zwei Gegner. Die eine hat sich gerade eben umgedreht. Ich hoffe, dass die so bleibt. Yes. So, dann jetzt hier Kill von unten. Yes, ah, da ist er. Mein Lieblingskill. Klack. Und da springt sie nochmal rum hier. So, wieder ein Blasrohr. Sehr schön. So, jetzt kommt dieser Wolverine-Typ da oben. Ah, nein, dreh dich nicht. Wo ist der? Hallo? Ach, hier hinter, ne? Oder? Wo war der? War der hier hinter? Da ist er doch. So, Kill von oben. Ne. Schade, leider nicht. Oh mein Gott. Da ist die nächste Frau. Dreh dich nicht rum! Oh. Oh mein Gott, da ist die nächste direkt. So, Blasrohr. Ah, ich hab so Schiss, da hochzugehen. Ey, Mann. Schnabelfresse wieder. Vogelfresse, ja. So, jetzt. Komm. Yes! So. Alles klar, wo ist der nächste? Hier habe ich doch eben. Genau. Wo ist der Gegner? Da. Seht ihr den Schatten da? Das ist wieder ein Wolverine. Oh mein Gott! Guck mal dahin. Ja, danke schön. So einfach geht's. Zack. Ja gut, jetzt ist das Shuriken zwar weg, aber boah, dafür kriege ich drei Items wieder. Das ist sehr gut. Ah, ich höre hier noch welche. Habt ihr diese Schritte da? Man hört die Schritte jetzt auch. Oh mein Gott. Wieder dieser Abgrund hier. Ich glaube, man hört jetzt auch die Schritte und so hier besser und diese Umgebungsgeräusche. Und diese Eule und so. Waren das jetzt alle? Ah, vielleicht ist hier noch jemand. In die Richtung. Weil hier links, da sind die nämlich. Da seht ihr das. Die verfolgen uns. Mit ihren Blicken. Guck mal. Jetzt gucken die uns an. Okay. Ja. Hallo, ihr beiden. Na, habe ich euch bei irgendwas erwischt? Ja. Ah, hier rennt doch noch irgendwo einer rum. Tut mir leid, ich muss das Level nochmal absuchen. Weil auch wenn es jetzt das dritte Mal ist, dass ich das Level spiele, möchte ich trotzdem Großmeister schaffen. Oh mein Gott. Wieder Abgrund, ey. Shit, Mann. So, ich glaube, hier ist niemand mehr. Ich habe alle gekillt, oder? Ich muss mir jetzt nur noch den Rückweg mal eben merken. Gleich. So. Wo ist denn hier Wasser? Ich brauche hier Wasser, verdammt. Hier ist Wasser. Da ist doch jemand. Seht ihr das? Da. Da. Die hätte ich fast übersehen. Ja. Da. Genau. Jetzt bin ich hier im Wasser und. Was?
Was? Ah, okay. Sie hat die Leiche entdeckt. Alles klar. So. Mein Gott. Okay, komm, schnell, schnell. Schnell! Boah. Ayame. Mach mir nicht so eine Angst hier. Ist hier noch jemand? Nö, jetzt ist keiner mehr. Das war tatsächlich die letzte. Okay. Alles klar, dann gehe ich mal wieder zu den Typen da hoch, ne? Beziehungsweise zu Ayame und. Ach, Ayame. Zu Kagami und Tatsumaru. Genau. Dann wollen wir mal gucken, was die da machen. Bin ich mal gespannt. So, hier, zack. Zack. Kriegst du noch einen Schuriken in die Fresse? Naja. Hallo, da bin ich. Okay, schauen wir mal. What a stubborn little girl. When you arrive in hell, let everyone know Lady Kagame sent you. So you're Kagami, the one with the drooling idiot followers. How did you add Tatsumaru to your pack of losers? You insolent brat! I will skin you alive! What are you doing? You let her provoke you. Forgot the dream. I will handle her. No, she's just a child. She cannot provoke me. You're right. I lost control. Shamed myself. You deal with her. But be careful. Remember your wound. Come home to me safely, Seiru. Tatsumaru, did you kill Master Shiunsai? Tell me it's not true. That old man was your teacher? He was your teacher too. He was like a father to us. Have you really forgotten everything? Can't you remember any of it? All that time we spent together, it wasn't real? Is that what you're saying, Tatsu? When I grow up, I'm gonna marry you, Tatsu. And we're gonna live happily ever after under a big, beautiful cherry tree. Okay. Tatsu. Ayame. Your name is Ayame. You remember! Tatsu! Maru! Ayame, you must forget about me. Tatsumaru is dead. There is only Seiru now. But you got your memory back. It can be like it was again. No, it can't. Why? Why? Because that's the way it is. If we meet again, I will kill you. Sehr dramatisch auf jeden Fall. Katzi. Es geht weiter. Ayame? Tatsumaru killed Master Shiunsai and must avenge his death. I won't let you kill Tatsumaru. Ayame, I must. He killed the master. No, I will kill Tatsumaru myself. What? Oh, I see. You're not seeking vengeance. You act from a state of pure selflessness. Come on, Semimaru. Take us to Tatsumaru. Yes, Mann! Yes! Großmeister, endlich geschafft! Ja! Geil! Endlich, Mann! Das erste Mal, dass ich das Level mit Großmeister schaffe. Yes! Sehr schön, Alter. Und dann noch aufgenommen. Oh, perfekt. Ich bin gespannt, was für ein Item es gibt, wenn es überhaupt eins gibt. Naja, sehr dramatische Cutscene. Also, Tatsumaru will nichts mehr mit Ayame zu tun haben. Und ja, so sieht's aus. Die sind wieder abgehauen. Oh, nee. Nicht der Scheiß. Nicht das Level. Shit. Oh, ich hasse dieses Level. Auf Tatsumarus Spur, ja, in dem Bambuswald. Okay. Ah, wir haben jetzt hier
das hier bekommen. Was ist das? Leaves of Stealth. Aha. Kann man nehmen, dann wird man unsichtbar anscheinend. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht so wirklich irgendwie. Naja. So. Ja, wie gesagt, was wir gesehen haben, ist eigentlich... Tatsumara hat sich wieder an Ayame erinnert, aber er will nichts mehr mit Ayame zu tun haben. Er will stattdessen mit Lady Kagami gehen. Und ja. Und dann sind wir wieder abgehauen und jetzt sind wir halt mit Regimaru wieder im Bambuswald angekommen. Wo Wunder. Und wo wird das Level enden? Ich glaube, ihr könnt es euch schon denken. In einer Höhle. Naja, das sehen wir erst das nächste Mal. Ja, ich muss das jetzt erstmal nochmal vom Sound her abgleichen und so. Und gucken, wie ich das jetzt schneide. Und ich hoffe, dass der Part heute hochkommt diesmal. Und genau, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis morgen, ne? Tschö, tschö.